Hey Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Phoenix Rising, Alter. Ich hab mal hier den Hintergrund, den Intro-Bildschirm quasi angepasst an die Thumbnails, die sich ja schon vor langer, langer Zeit geändert haben. Ach, apropos lange, lange Zeit. Es ist eine lange, lange Zeit her und es tut mir echt leid. Das Game hat mir super gefehlt. Ich weiß, da draußen gibt's ein paar, die Bock drauf haben. Nicht viele, aber ein paar. Und zusammen mit euch will ich das hier natürlich weitererleben. Ich kann es euch gleich sagen, wir haben einen Haufen Community-Inhalte freigeschalten. Dadurch... Was ist hier? Brustplatte des ätherischen Automaten? What? Wait, what? Aber ich habe keine Ahnung, woher wir das haben. Was ich aber weiß, ist, dass wir unsere Ausdauer etc. verbessern können. Denn es gibt so eine Herausforderung, die wir ja auch immer machen. So und so viel Truhen finden, so und so viel Special-Gegner besiegen. Da gibt es auch in Ubisoft, in diesem Store, in Uplay, da gibt es so Community-Herausforderungen. Irgendwie 50.000 Blitze sammeln oder so, ne? Und das ist, wird aufgeteilt über alle Spieler. Jeder, der einen Blitz sammelt, als Beispiel, ne, das zählt dazu. Und dann gibt es da Belohnungen. Und wir haben hier zwei Blitze auch bekommen. Richtig geil. Außerdem gibt es ein DLC irgendwas. Aber dazu irgendwann wahrscheinlich mal mehr. Wir wollten ja... Was wollten wir denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Archiv. Apollons magische Steine. Ich glaube, wir wollten das hier machen, ne? Phosphor. Genau, damit wir endlich Phosphor freischalten. Es wird Zeit, meine lieben Freunde. Es wird Zeit. Erstmal rausfinden, wie man rennt. Ist eine Weile her. Viel, viel länger, als ich eigentlich wollte, dass es her ist. Na komm, wir machen mal den Kampf. Baby, wir sind wieder da. Und gleich einen Haufen Äpfel hier runtergekommen. Richtig geil. Waffenverbesserungen etc. Ach, es ist wieder schön hier zu sein, ganz ehrlich. Steckst du fest? Hab ich deine Mutter auch schon mal gefragt. Arschloch. So, wir gehen mal hier rein. Mal gucken, was wir da finden können. Wir werden natürlich uns trotzdem, auch wenn hier nicht mehr so viele Bock drauf haben, wahrscheinlich die Leute, die das Game cool finden, das Game auch selber zocken und so, kann ich ganz gut verstehen, um ehrlich zu sein. Trotzdem werden wir uns hier natürlich nicht hetzen lassen und uns auch weiterhin, wenn wir Ambrosia bekommen können, Ambrosia holen.
Und wir werden natürlich auch weiterhin gucken, dass wir coole Sachen freischalten. Und Leuten den Arsch versohlen, denen der Arsch versohlt gehört. Apropos, das gefällt mir nicht. Wir hatten doch so eine coole Kombination an. Wir hatten hier dieses Anfangsstandardteil an, das hier. Das Problem, naja, was heißt Problem? Ich wollte jetzt gerade sagen, das Problem ist ja nicht wirklich ein Problem. Aber das Game ist darauf ausgelegt eigentlich, dass man weiblichen Charakter spielt. Das merkt man auch, wenn man sich die Beschreibung von den DLCs durchliest und immer liest, eine tapfere Kriegerin muss kommen und man sich denkt, ne, reicht auch, wenn ich komme? Oder etwa nicht? Cool hier aber auch. Da sieht man die ganze Karte. Irgendwann werden wir da oben sein. Ja, im DLC ist es so, das heißt ein neuer Gott. Und man kann sich wohl oder man muss sich da quasi, nachdem man im Grunde genommen... nachdem man im Grunde genommen hier mit dem Game wohl durch ist, kann man sich im Olymp als würdig erweisen, selber ein Gott zu werden. Zumindest so hat sich das für mich gelesen in der Beschreibung des DLCs. Mal ein paar Äpfel mitnehmen. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir die nicht zwangsläufig aus dem Baum rausschlagen müssen. Ich find's ganz gut, dass hier nach einer Pause... Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst. Dein Sohn, Ikaros. Oh nein, der Schatz. Er ist in den Tartaros gefallen. Nun, wir sind schon so weit gekommen, oder Phosphor? Nach einer langen Pause geht's für uns gleich wieder in eine Prüfung. Na, ist das nicht toll? Daedalus Schatzkammer. Okay. Okay. Ha, okay. Okay, lass mal überlegen. Wir brauchen drei, aber eins davon... ist leider nur... Ha! Aua! Eins davon ist leider nur aus Holz. Erstmal gucken, irgendwo... Da ist der Schatz. Okay, Freunde, wie macht man das? Es muss ja eine logische Erklärung dafür geben. Wir müssen gucken, dass die eine Kiste nicht von den Strahlen getroffen wird. Das können wir verhindern, indem wir...
bringt uns nicht weiter, oder? Ah! Wenn das an ist, ist das hier aus. Alrighty then. Wer ist eigentlich dieser Dan? Dieser Alrighty Dan? Wir haben schon 12 Minuten, Alter. Ey, Freunde. Tut so gut, wieder hier zu sein. Auf euch. Auf neue Rätsel und neue Tode. Phosphor, halt! Er wartet, dass du ihn auspeitschst, da er dir Schande gebracht hat. Ich dachte, er würde nie fragen. Was? Nein! Niemand verdient Schmerzen, weil er einen Fehler gemacht hat. Lern einfach daraus und mach es nächstes Mal besser. Aber ich war nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Ich hab dich trotzdem lieb, Phosphor. Wirk. Ja. Okay. Holz. Okay, dann wollen wir mal schauen, was passiert denn? Was passiert denn, wenn wir das hier hin machen? Dann gehen die alle aus. Okay, aber wenn wir den dahin machen, gehen die da hinten an, ne? Jupp. Alright, so weit, so gut. Achso, der kommt ja immer von alleine. Okay. Okay, okay, okay. Was passiert denn? Wenn wir den hier hin machen. Dann ist der aus. Das Problem ist ja, wenn ich das hier hinpacke. Ja. Genau das. Genau das, liebe Freunde. Jetzt bin ich am Überlegen. Wenn wir den in die Mitte machen, schalten wir einfach nur das da an. Warte, 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 warte. Wir blocken damit aber auch. Und wenn wir jetzt quasi den so hinstellen, ich habe einen leichten Denkfehler.
Warte. Lass mich kurz. Ach, natürlich, ey. Wenn das da drauf steht, dann ist es ja schon aus. Wenn wir den dann da drauf machen, bleibt's ja aus. Easy peasy. Und dann müssen wir aber trotzdem das so machen, wie ich es vorausgesagt habe. Wir stellen den hier hin. Ja, wir haben den... So. Müsste so klappen, Freunde. Ja. Haben wir's. Easy peasy. Cool. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Arena zum Ende. Sieht zumindest aus wie eine Arena. Aber mit Arenen kennen wir uns ja mittlerweile aus. Die können uns gar nichts mehr. Strange. Ah, da ist er. Der Schatz. Hat jemand Schatz gesagt? Ha! Sieh an, wir haben es geschafft. Wir. Phosphor und ich. Feuer und Flamme. Schnappen wir ihn uns und verschwinden. Hab vielen Dank für alles. Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Oh no. Phoenix, lauf! Eine Falle! Mein kleiner Feuervogel, was hast du getan? Wir hatten einen Plan. Ich treffe dich mit dem Blitz, damit du ihre Hilfsbereitschaft ausnutzen und mir den geflügelten Dieb bringen kannst. Und stattdessen hilfst du ihnen? Wir beide haben keine Zukunft. Ab ins Nichts mit euch beiden. Alright. Kriegen wir hin, Freunde. Wir können Phosphor einsetzen, Freunde. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Ich schaff das schon. Easy, Freunde. Und der Phosphor macht ganz schön Schaden bei dem. Wir haben nur leider keine Tränke. Sonst wäre das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr easy.
Noch mehr. Ich versuche jetzt einfach nur seine Ausdauer zu drainen. Shit. Adios, muchacho. Sieg. Machst du Scherze? Du hast uns gerettet. Andererseits hat Phosphi uns auch fast umgebracht. Ja. Am Ende hat er das Richtige getan. Nur das zählt. Wer es findet, darf es behalten. Wer wegrennt, kriegt nichts ab. Ach, ihr beiden und eure altbackene Ehre. Spaßverderber. Ich hau rein. Mach keinen Scherz über meine Ehre. Hier, Phosphor. Nimm den Kern. Auf dass du geheilt bist. Und aus der Asche auferstehen kannst. Du bist nun frei. Du willst bleiben? Bei mir? Na dann los! Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich dich nerven werde mit meiner Anteilnahme und dem Durcheinander und den ewigen langen Geschichten von Helden und Göttern und... Du hast dich entschieden und kannst es nicht mehr zurücknehmen. Du bleibst bei mir. Nice! Und damit gehört Phosphor zu unserem Team. Meine Perfektion wird über das Land fegen. Schwingendes Ikaros. Jo, die sehen cool aus und die passen farblich auch zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit schon drin haben. Wir können hier auch Phosphor einen anderen Anstrich geben. Finde ich ganz interessant. Das haben wir uns ja die ganze Zeit noch nicht so richtig angeguckt. Aber ich finde das interessant, dass man denen hier auch quasi die Flammen löschen kann. Und 150% Schaden mit Phosphorangriff finde ich auch schon ziemlich, ziemlich geil. Und hier haben wir sogar noch den. Aber wir würden jetzt einfach mal das hier nehmen. Was ist denn das? Eine Bewaffnung ist ein Ausrüstungsarsenal. Mit dieser Funktion kannst du schnell Waffen, Ausrüstung und tierische Gefährten zu einem Set zusammenfassen und gemeinsam ändern. What? Ohne Scheiß. Ubisoft macht mit dem Game so viel Sachen einfach so geil. Das ist neu, ne? Das kam mit irgendeinem Patch. Das heißt, wir könnten uns irgendwas zusammenbasteln, was unsere Ausdauer übel steigert, wenn wir wissen, oh, wir müssen einfach nur durch die Gegend rennen und klettern. Dann können wir einen Teil machen, wenn wir wissen, okay, da muss es schnell gehen und da geht's auf Schaden und so. Nicer Shit, Alter. Nicer Shit! Sorry. Wir haben eine kleine Lira. Warte mal. Können wir denn jetzt mittlerweile die Fotos ausblenden?
ja, haben sie gepatcht. Das war mir aber klar, dass sie das relativ schnell patchen. Da war einfach nur irgendwas schief. Kriegskiefer. Was waren denn die Teile? Extra Portion. Hast du die riesigen gelben Blumen gesehen, die auf der Goldinsel blühen? Ja, hab ich gesehen, hab ich. Markierung machen wir mal weg. Wir haben ja jetzt alles aufgedeckt erstmal. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier zurück zur Halle der Götter, damit wir uns mehr Ausdauer holen können. Denn Ausdauer ist key, Freunde. Ausdauer ist key. Das ist asiatisch. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. Ah. Okay, aber Ausdauer können wir auf jeden Fall verbessern. Nice, Freunde. Mir fehlt übrigens Boxen extrem, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber ich habe ja mein Leben lang quasi Kampfsport gemacht. Ich habe so einen netten Kommentar, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem anderen Video erzählt, aber da war so ein netter Kommentar, da stand, als ich deine Videos zum ersten Mal gesehen habe, Semi, da dachte ich, du bist ein Fitnesstrainer. Und ich saß da und habe den Kommentar gelesen und habe gedacht, danke. Ja, übrigens, Mad Max Style Haare selber geschnitten mal wieder. Danke, Lockdown. Ich gedacht, okay, danke, danke. Und dann habe ich gedacht, wie, Moment, am Anfang hast du es gedacht und jetzt nicht mehr, oder was? Das ist ganz schön verletzend. So. Haben wir denn hier genügend? 2 haben wir. Können wir uns... Nee, 5. Das kostet alle too much. Oh, aber Phosphor können wir jetzt reinbraten, ne? Der Phosphorangriff erzeugt bei jedem Treffer eine Schockwelle um das Ziel herum, richtet 168 Schaden und 126 Betäubung an. Werde dank Phosphor unsichtbar, bis du angreifst, springst, getroffen wirst oder aufstehst. Zum Abbrechen, ohne dich aufzurichten, behalten. Das kannst du erstmal behalten. Kernherausforderung abgeschlossen. Okay. So, mal hier schauen. Hier haben wir was abgeschlossen. Oh, wir bekommen... Eine neue Axt. Das haben wir auch abgeschlossen. Jetzt müssten wir sogar genügend... Das haben wir auch abgeschlossen. Schließe alle Ziele in Gewölben des Tartaros normal ab. 9 von 22. Holy Smackaroni. Finde die überwucherte Herstellungszutat für 30 Dublonen. Sammle Granatäpfel, sammle Angriffsträger. Oh, guck mal, haben wir sogar. Das ist so geil, wenn man einfach das schon erledigt hat, ohne dass man es weiß. Das mag ich, dass man das nicht irgendwie akzeptieren muss und es dann zählt, sondern dass es einfach zählt. Gehärtete Axt der Atalante. Axt des ruhmreichen Wächters. Holy shit, das ist wirklich genügend, ne? 7 Ambrosia oder brauchen wir jetzt 8? Mehr Leben, Baba. So, können wir hier noch... Waffen können wir verbessern. Ich überlege, Waffe oder Rüstung? Blau, lila. Brauchen wir auch blau. Können wir uns auf jeden Fall schon mal mehr Tränke holen. Bin gar nicht gewohnt. Mein Handy ist schon die ganze Zeit am Piepen.
scheiß drauf. Wir holen uns erstmal mehr Schaden mit unseren Waffen. 84 zu 143 wäre der nächste Punkt. Damn, boy. Ich überspringe das jetzt immer, ne? Ich hätte da was. Darf sein, Phoenix. Ich finde es übrigens interessant, das hier war ein Vorbesteller extra. Dass man das trotzdem hier kaufen kann. Finde ich cool. Ich werde jetzt auch mal diese Dukaten und so, Elektra heißt das, die werde ich mal sparen. Denn man kann hier super coole Sachen auch kaufen, ne? Obwohl wir das natürlich immer ausgegeben haben, einfach für, naja, fürs Übliche. Zack, können wir noch was verbessern? Auch wenn wir nicht so viele Gesundheitsfelder haben, würde ich das trotzdem erstmal gerne... erstmal gerne kaufen. So gefällt mir das. Also, du und Ares. Ja. Ich fasse immer noch nicht, dass Typhon so viel Gott in einen Huhn bekommen hat. Er fesselte mich mit seinen Kriegsgeschichten bis spät in die Nacht. Unsere Herzen schlugen im gleichen Takt. Er ist auch Geschichtenerzähler? Ja, wohl eher ein Schauspieler. Er fesselte mich wieder und wieder. Und wenn er dachte, er könnte mich nicht noch mehr begeistern, brachte ich ihn dennoch dazu. Okay. Und dann wieder. Schon klar. Du hast genügend gelbe Adamantscherben gesammelt, um Phoenix Tragekapazität zu erhöhen. Aber das haben wir doch jetzt schon gemacht, oder? Ja, der hängt ein bisschen hinterher mit den ganzen Sachen. Freunde! Achso, Mensch, wir müssen noch die Axt angucken. Schaden durch Axt, Schmetterschlag. Nach perfekter Parade. Hier, gehärtete Axt der Adalante. Die leuchtet. Die leuchtet! Ich überlege einfach, welcher am geilsten zu uns passt momentan. Ich würde ehrlich sagen, die neu geschmiedete Axt gefällt mir eigentlich da am besten, ne? Schwertmäßig. Muss ich sagen, finde ich eigentlich so dieses neu geschmiedete Schwert auch geiler. Bogenmäßig. Ich weiß nicht, das ist einfach, weil wir so eine bodenständige Rüstung haben. Alles außer unsere Flügel sagt eigentlich, yo! Freunde. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich werde gleich mehrere Folgen aufnehmen. Keine Sorge. Es wird nicht nochmal so eine große Lücke geben. Das verspreche ich. Hier geht's demnächst. Was heißt demnächst? Hier geht's direkt weiter. Mit Immortals Phoenix Rising. Wir haben noch viele Götter zu befreien. Und jetzt haben wir ja auch die Hilfe von Phosphor. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Und einen netten Kommentar. Zeigt mir ein bisschen Support, dass ihr noch Bock auf das Ganze habt. Ich weiß, wir sind wenig, aber wir sind laut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.